Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Das ist übel. Das ist so übel. Naja, aber wisst ihr, was jetzt das größere Problem ist? Wir wissen nicht, wo wir am besten lang gehen, um die letzte Schifferstelle zu bekommen. Wir müssen mal auf die Karte gucken. Also die beiden haben wir. Ach Gott, das ist da hinten. Boah. Entschuldigung. Es ist ein weiter Weg, das ist nicht schon, ne? Na gut, aber ich verstehe die auch. Ach, guck mal. Suchen lohnt sich. Das ist ein Trank. Aber ich muss zugeben, das ist schon nicht so schwer gerade. Also ich habe da, also außer mit den Orks, ne? Aber ich habe es viel schwerer in Erinnerung. Aber vielleicht, weil wir jetzt halt auch wirklich gut vorbereitet waren durch die paar Level. Ja, und ich hoffe, wenn wir zurück sind, dass wir den nächsten Level haben. Na gut. Die Wölfe mache ich platt. So. Ah, das mit der Mana nervt voll. Ja, wir haben uns ja zum Glück ein paar Mana-Dinger gekauft, also ich will mich da gar nicht beklagen. Ich will den Wolf kurz beraten. Ernsthaft. Ich will den Wolf braten, Alter. Und dann kümmere ich mich um euch. Komm her. Sodeli, dann haben wir die auch. Hier chillt Diego. Da hinten sind Vargs. Wir müssen halt echt ein bisschen aufpassen mittlerweile. Hier geht's ins alte Lager, ne? Ich würde versuchen, an der Burgmauer weiter entlang zu laufen. Oder doch nicht? Das war's. Die Wachs sind halt auch stark, ne? Schleichen wir uns mal hier entlang. Oh, scheiße. Weg ist es. Oh, oh. Vielleicht können wir ja mit Diego abhauen? Wäre vielleicht so eine kleine Idee? Mittlerweile würde es vielleicht sogar Sinn machen. Oh, warte mal, das sind Ritter. Das sehe ich jetzt erst. Die wurden niedergekloppt. Ach du heiliger Bimbam. Okay, komm. Wir hauen mit Diego ab. Hey. Weil dann haben wir den Pass zumindest frei. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran. Du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Oh Gott. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Oh... Chill hier, Bruder. Puh. Ich würde jetzt erstmal zur Burg. Ist doch vielleicht ein Deal. Und dann legen wir uns gleich pennen. Und reden. Vielleicht können wir Garund schon mal Zwischenbericht geben. Schlecht wär's nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Alles glauben, was man hört. Vielleicht bekommen wir auch ein Level. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht wegen Leben und sowas. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert.
So. Meine Meinung kennst zwei du ja Kisten. Schon. Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Oh. Genau das habe ich auch. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern genau überrascht. Das hab ich auch. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle meine auf dem Meinung Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Mhm. Möge Inos sich ihrer Seelen annehmen. Wir schnacken bezüglich Gorn. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Okay, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nochmal pennen. Dann haben wir auch wieder sehr viel geschafft, ne? Dann sind wir schon fast auf dem Weg aus dem Minental. Also, dass wir die Orks nicht töten können, sollte sich von selbst erklären. So. Das ist ja leider ein Problem. Aber es ist halt so, wie es ist, ne? Moin. Für Inos. Joho. Von mir aus, wenn den siegst. Hier. Gerold. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Danke. Oh, schön. Wir haben ja 550 bekommen. Wir mussten auch nur noch 450 zahlen. Ja. Gorn? Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Streffen. Es dreht sich alles nur ums Essen. Ja, nein. Das hat er wirklich nicht verdient. Sorry, bleib's wohl drinne. Wir sind noch ein paar Leute, ne? Immer wieder Sträflinge. So, dann haben wir die auch. Will mich gar nicht beklagen, hör mal. Dann schnack ich mit Milton und sag, dass Gorn frei ist. Dann haben wir das auch. Da hinten ist Milton. Ich hab den gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Hey! Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ja, wir hauen ab, würde ich sagen. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Yep. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Und pass auf dich auf, Homer. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Oh ja, und wie wir uns wiedersehen werden, ne? Kolle! Okay, dann haben wir Death. Ich muss hier also wieder runter. Ich würde gerne bei... Also ich... Jetzt ist doof, ne? Ich sag's euch einfach direkt raus. Ich weiß, wo die letzte Schürfstelle ist. Ich will da jetzt auch gar nicht lang drum rum drucksen. Och nein. Hör doch auf. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich musste mich leider irgendwie befreien, weil manchmal hängt man dann hier halt echt rum. Na komm. Lauf mich an.
Du kleines Wuffi. Glaube ich, hier hoch kommen sie ja nicht mehr. Bedeutet, wir können sie von hier aus gut grillen. Und noch einmal der Spaß. Okay. Passt. Wir bekommen Wargfell. Kann ich noch ein paar von denen anziehen? Jetzt ziehen natürlich jetzt das Schwert, jetzt kommen sie her. Ja, da bist du ja, Schätzchen. Je mehr wir davon erledigen können, desto besser. Soli. Je mehr es tote Orks es gibt, desto weniger können uns am Ende folgen. Und das ist jetzt gerade meine Prämisse. Also, das Schöne ist, wir können jetzt hier so ein Stück außerhalb in die Richtung Wald und wissen auf jeden Fall, wo wir dann lang können. In der Hoffnung, dass wir natürlich niemandem begegnen. Wenn nicht, dann machen, versuchen wir den Weg zumindest frei zu machen. Das sind Wölfe. Sind das junge Wölfe? Nein. Okay. Eins, zwei. Na, komm her. Stark seid ihr ja nicht. Nichts zu holen. Tote gibt's dadurch. Eine Heilwurzel. Die sind, wie wir ja schon erfahren haben, relativ selten. Kostet mich dann doch nicht so viel. Das sind ziemlich viele Blutfliegen mittlerweile. Okay. Hört ihr das? Da läuft irgendwas rum, was nicht rumlaufen soll. Keiler. Nicht viele? Zwei. Ich versuche mir den Weg möglichst frei zu machen. Alter, diese ganzen Wege, die wir hier immer gelaufen sind, alle weg. Alle weg. Das ist so krass. Das ganze Sumpflager kannst du nicht mehr betreten. So. Bei denen macht es halt echt keinen Unterschied, ob du einmal... Alter, wie viele Scavenger... Na, Level up. Na. So lieb. Nicht, da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Ich nehme jetzt mal ein paar Tränke einfach ein. Grillen. Das war eine Grillparty, würde ich sagen. Da ist ein Lurker. Ein Lurky. So. Wieder weniger Viecher. Und wir haben hier einen neuen Level gemacht, was ich natürlich auch sehr schön finde. Ich meine, wir haben 20 Erfahrungspunkte, vielleicht kommen wir sogar noch mit mehr zurück. So. Und da wir ja hier dann die Abkürzung haben werden... Ich werde natürlich hier direkt laufen, hier rüber laufen. Ja, wie gesagt, also den letzten Standort kenne ich, weil der war, den habe ich damals auch nur per Zufall gefunden. Und das war, glaube ich, auch der erste, den ich gefunden hatte damals.
Das ist ein bisschen tricky. Denn, ja, die alte Mine ist angezeichnet. Ich werde da auch hingehen. Muss nicht als erstes sein, aber auf jeden Fall werde ich da hingehen. Und ihr werdet merken, dass da nichts ist. Och nein. Ja, mir fällt der letzte Schuss mal wieder. So. So, diese blöde Burgmauer, ey, das ist so krampfhaft. Ich freue mich, wenn wir die dann irgendwann mal alle beseitigen können. Die ganzen Viecher. Ach, das habe ich umsonst getrunken. Egal. So, zwei Snapper. Ah, nicht nur zwei, sind sogar noch mehr. Hier unterwegs, Hammer. Wow! Puh, der... Ich hab nicht gespeichert, ne? Oh nein, ich bereue das jetzt so hart. Och nein. Nichts zu plündern. So eine Kacke. Ah, oh, okay, ich mach da schnell alles durch, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier vorne. Ich habe relativ wenige Mana-Tränke diesmal verwendet, fast. Und ich habe noch eine gefunden. Ich habe hinten noch eine Snapper-Horde platt gemacht, in der Nähe der Mauer. Die hatten wir beim letzten Mal nicht, da waren auch noch ein, zwei Tränke. So, jetzt will ich diesen behinderten Drachen-Snapper nicht nochmal sehen. Ah. Also, wir könnten ihn besiegen, wenn wir Glück haben. Ach so. Ich sollte nicht zu doof sein und nicht speichern. Nein! Der greift uns an und ich bin tot. Mist. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir den vielleicht sogar noch hin. Ja, klar. So doof. Okay. Nochmal. Nochmal den hier ziehen und jetzt. Nice. Nichts zu, da ist nichts nicht, nicht zu plündern. Alter, der hat uns aber auch ordentlich eine reingezwiebelt, ne? Wie viele Snapper hier sind? Was zum Teufel machen die hier? Ich habe kein Problem damit, weil es gibt Punkte, ne? Aber Alter, wie viele Snapper. Ich meine, dass man da jetzt so einen Drachensnapper mal trifft. Ich meine, wir hatten auch eben mega Glück, dass der uns nicht getroffen hat, das zweite Mal. Oh, wir hätten den von hier vielleicht schießen können. Schießen ist mein Lieblingswort hier in dem Spiel. Da hinten ist noch ein Schnipper. Das ist eine Schnippergegend. Das sind viele Schnipperinskis. Und da hinten sind Orks. Okay. Ich sag euch ehrlich. Okay, da vorne sind nochmal zwei. Wenn wir es schaffen, hier noch ein Level zu machen, wäre ich nicht sehr undankbar. Ich weiß nicht, wie viele Orks da hinten sind. Wenn es einer ist, könnten wir es schaffen. Wenn es mehr sind, dann... Aua. Alter. Das war haarscharf. Da hinten steht noch einer. Ich gönn mir mal eine Heilung. Okay, hier mittlerweile heilt das nicht mehr ganz. Aber sei es drum. Da ist ja noch ein Ork-Krieger. Ja, toll. Was haben wir denn da durch? Da oben sind noch ein paar Schnipper. Oh Gott. Jo.
Ich will mich nicht beklagen, wir bekommen super viele Experience hier. Mehr viel. Ist dieser Pass da hinten, wo es zum Troll ging, existiert der noch? Ah, ja. Ja, vielleicht. Ui. Oh, oh, ein Wag. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, der greift mich jetzt einfach nur nicht an. Alter, das ist ein scheiß Minenfeld hier. Das Minen... Oh, da ist ja noch einer. Ich muss halt volle Mana haben, um ihn wirklich platt machen zu können. Ja, vielleicht schafft das ja nicht mal zu reagieren. Er hat uns nicht getroffen.